Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Medieval 2 Total War mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem Heiligen Römischen Reich und ich glaube wirklich, wir versuchen uns jetzt an Ragusa. Also, er hat recht viel Infanterie, aber da sind einfach unfassbar viele Bauern dabei. Die Truppen sind halt schwächer geworden, dadurch, dass wir sie halt schon länger ausgehungert haben, und ich glaube, hier ist unsere Chance jetzt ganz gut. Was wir allerdings vorher noch machen ist, wir nehmen die ganze Kavallerie hier raus aus der Mannschaft. Und wir mergen, glaube ich, noch, soweit das irgendwie machbar ist. Das sollte auch noch ein bisschen was bringen. Ihr wünscht Kaiser! So, Dalle. Jetzt holen wir uns erstmal hier die drei Armbrustschützen raus. Ja, mein Kaiser. Ja, Kaiser. Vereinen unsere Streitkräfte, Kaiser. Und jetzt können wir mal gucken. Wir haben noch drei. Ja, mein Kaiser. Drei Milizregimenter. Ja, mein Kaiser. Befehle, die gepanzerten Sergeants rauszutun, das tut ein bisschen weh. Vorwärts. Verbinden die Aber ich glaube, es wird sich Kaiser. Trotzdem insgesamt lohnen. Ja, so, unsere Streitkräfte, Kaiser. Und das wäre unsere Armee, mit der wir jetzt versuchen zu stürmen. Also, die Bauern-Armbrustschützen und die Armbrustschützen-Miliz, die sollten hier einen ganz guten Job machen. Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Zumindest ansatzweise. Und wenn wir Schwein haben... Für den Ruhm des Reiches. Ja, greif mal an. Nee, den will ich lieber separat steuern, sonst kommt am Ende die KI noch auf die Idee, mit der Kaff da reinzustürmen. Das wäre jetzt auch nicht das Allerbeste. Und ich glaube, wir brauchen die Kaff auch nicht unbedingt da drin. Ich denke, wenn wir halbwegs vorsichtig vorgehen, dann schaffen wir das auch so. Aber hören wir uns erstmal an, was unser General zu sagen hat. Der Schlacht. Ich schenke euch den Sieg, wenn ihr den Mumm habt, auf mein Geheiß zu kämpfen wie Reichssoldaten. Ich verlange nicht den Tod. Ich werfe kein Leben weg. Doch ich verlange, dass jedermann seinen Teil tut. Der Sieg wird sein Lohn sein. Unsere Feinde sehen nicht aus wie Soldaten, eher wie Bankiers. Doch die Beute, die wir ihren Leichen abnehmen, wird jede Mühe lohnen. Mit Gottes Gnade werden wir heute ein Viertel der feindlichen Armee fällen. Mut soll unsere Losung sein, die ihre Verzweiflung. Nun erhebt eure Banner und marschiert zum Ruhm, gute Deutsche. Und zum blutigen Werk. Ah, okay. Ja. Okay. Also hier geht auf jeden Fall mal nichts auf der Seite. Okay, also, tja, ich glaube, wir müssen dann wirklich schon hier in die Burg rein. Das sieht halt auch geil aus, ne? Also man muss wirklich sagen, alle Achtung. Also für die damalige Zeit, finde ich, ist das wirklich sehr detailverliebt, ne? Und tatsächlich natürlich auch hier wieder, wie bei Rome, ne? Dass die einzelnen Gebäude hier repräsentiert werden, das ist halt richtig gut, ne? Das ist richtig gut. Ja. Okay, also, was machen wir? Erstmal, Moment mal, die ganzen Fernkämpfer. Die stellen wir mal gerade hier vorne hin. So, ihr schmeißt mal auf jeden Fall den Rambock weg. Also, das Problem bei den Fernkämpfern wird sein, die
können zwar schießen, die treffen aber nichts. Also wir könnten uns mit den Fernkämpfern hier drüben auf der Seite positionieren, in der Hoffnung, hier den Einheiten in den Rücken zu schießen, wenn wir die Mauern stürmen. Das ist vielleicht eine Option, ne? Und ich glaube, es ist auch die einzige. Also ansonsten geht da nicht viel mit denen. Wir haben drei sehr unterschiedliche Regimenter an den Leitern. Da bin ich aber mit d'accord. Das ist okay. Ich neige dazu, die Sergeants hier... Ja, da wird's gehen. Da geht's wahrscheinlich nicht wegen dem Turm, ne? Das geht dann wahrscheinlich wieder hier und hier. Okay. Ich habe das aber ganz gerne, wenn der seine Truppen alle hier vorne aufstellt, weil dann bieten wir ihm auf der Seite nicht so viel Angriffsfläche, ne? Also Angriffsfläche schmal halten ist hier unsere Devise. Ne? Oh, der... Diese Zypresse hier hindert uns tatsächlich daran, die Truppen richtig aufzustellen. Das ist ja natürlich auch witzlos, ne? Okay, du bist angeschlagen. Du schiebst mir den Rambock bitte bis ganz nach vorne. Und jetzt nehmen wir noch, jetzt nehmen wir noch die schlechtesten Milizsoldaten, die wir haben. Jawohl, jawohl. So, die tragen ja kein Belagerungsgerät. Die tragen Belagerungsgerät. So. Ja, wenn wir Glück haben, kommen wir relativ schnell in die Stadt rein und dann, ja. Okay. Dann schicken wir erstmal nur unsere Truppen in Bereitschaft. Tja, ich weiß es nicht. Wo stellen wir uns so auf am besten, ne? So, ich schicke nur die... Ich mache das jetzt gerade vorne weg, weil wir werden danach... Werden wir nicht mehr viel pausieren müssen... nur dann habe ich schon mal am Anfang den ganzen Klumpatsch hier erledigt. Und ihr stellt euch mal besser hier auf, damit ihr nicht so heftig beschossen werdet. So, und jetzt gehen wir erstmal auf Sechsfache. Damit die Belagerungsgeräte erstmal alle in Position kommen. Die lassen wir gar nicht rennen, denn solange der keine Anstalten macht, hier die Mauern zu garnisonieren, müssen auch meine Armbrustschützen nicht losrennen. Okay, er macht Anstalten, die Mauern zu garnisonieren, deswegen lassen wir unsere Armbrustschützen jetzt mal losrennen. Unsere Männer werden angegriffen! Wir müssen etwas tun! Das macht gar nichts. Kann sie den Rambock, glaube ich, schon wegwerfen? Vergesst den Rambock! Du nimmst den Mann auch sicherheitshalber mit, falls da irgendwas Doofes passiert. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Die Leitern sind jetzt in Position. Unsere Männer haben das Tor mit dem Rambock erreicht. Ja, also tatsächlich von hier aus könnten wir vielleicht sogar noch was treffen. Aber das sieht nicht so aus. Schmeiß den Rambock weg. Der Rambock macht kurz einen Prozess mit dem Tor. Der Rambock hat das Tor durchbrochen. Ja. Schnell rein da. Diese Mauern gehören jetzt dem Reich. Unsere Männer werden angegriffen.
Wir müssen sofort handeln! Schnell rein, Kinder, los! Flott! Komm, macht mal! Unsere Männer werden angegriffen! Wir müssen etwas tun! Ja, na hol die mal schneller rein. Ey, meine Map dreht sich nicht richtig. Das ist schon ein bisschen ätzend. Weiter. Okay. Unsere Leitern sind an den Mauern! Nice. Unsere Männer werden angegriffen! Wir müssen etwas tun! Schieß auf die Sergeants da hinten. Gut. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Gut. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Die Leitern sind jetzt in Position. Wahrscheinlich noch verlieren, wenn wir Pech haben. Kannst du da von hinten ein bisschen Druck machen? Okay, das läuft. Kannst du verfolgen? Sieht ganz gut aus. Zieh den hier vorbei. Zieh du den hier vorbei. Wenn der auf die Armbrustschützen schießt, das ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Nice. So, jetzt brauchen wir nochmal eine kurze Bedenkzeit. Die flüchten alle. Das ist halt echt richtig gut. Jetzt müssten wir uns überlegen, ob wir hier... Ja, wir können die Armbrustschützen hier aufstellen. Dann tun wir das nämlich jetzt auch. Und die Kavallerie wird hier verfolgen. Was sind das für Einheiten? Gepanzerte Sergeants, okay. Von denen müssen wir uns wohl verabschieden. Wir haben hier die Mauern genommen, ohne größeren Widerstand. Du kannst hier direkt mal in den Schildron gehen. Stopp. Du machst genau hier halt. So, und jetzt läufst du nämlich mal, hoppla, galoppel, ab darüber. Ich schick die mal noch gegen die Bauern. Das klappt hier drüben ganz gut. Okay, die laufen irgendwie jetzt über die Leitern. Das ist aber nicht so schlimm. Schickt noch ein paar Klonkrieger da rein. Ist okay. Die scheinen ja aber jetzt hier komplett zu stehen, ne? Dann schick den mal hier rüber. Und du scheinst auch komplett zu sein. Schick ihn hier rüber. So, wir warten jetzt eigentlich nur darauf, dass er hier jetzt gegen unsere Infanterie antritt. Und in dem Moment, wo er das tut, schicken wir ihm die Infanterie in den Rücken. Die Kavallerie in den Rücken, meine ich natürlich. Das Problem ist, dass unsere Armbrustschützen sich gedacht haben, hey, weißt du was? Wir schleichen jetzt irgendwie über die Leitern da rein. Das ist halt uncool. Okay. Und jetzt Feuer frei. Das wird das Todessandwich.
So, der ist jetzt von beiden Seiten eingekesselt. Ja. Wir setzen jetzt natürlich hier auf den Panikeffekt. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Okay, die Bauern in unserem Rücken, die sind jetzt nicht so super gefährlich, hoffe ich. Die berittenen Saint-Jeans müssen wir attackieren. Okay, wir haben den gegnerischen General erledigt, sehr gut. Ja, die Bauern verfolge ich nicht, sondern wir versuchen jetzt eher hier den Sack zuzumachen. Die gepanzerten Sergeants noch wegzukriegen, das ist sicherlich wichtig. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Und rein da. Okay. Gut. Okay. Sehr schön. Da sind noch Saint-Jeans und da sind noch Saint-Jeans. Alles klar. Dann machen wir bitte Folgendes. Lassen hier so ein paar Infanterieregimenter antreten. Ja, und mit denen müssen wir gleich mal gucken. Das sind noch ein paar Bauern, okay. Ich glaube, der haut ab, wenn er unsere Truppen sieht. Ne? Jawohl. Warte, das bringt nichts. Da brauchen wir gar nicht verfolgen. Davon haben wir nichts. Okay, welche Armee schickt er mir als nächstes rein? Welche Einheit kommt als Verstärkung? Der Gen. Okay, der darf da hinten stehen bleiben und einen kleinen Camping-Kurzurlaub machen. Dann stellen wir mal bitte drei Einheiten Bauernbogenschützen hier hin. Drei Einheiten, nicht Bogenschützen, Armbrustschützen, Entschuldigung. Und die anderen drei stellen wir hier hin. So, die stehen alle in Position. Die machen alle diese Schildron-Formation an. Das ist tatsächlich für uns jetzt hier optimal, weil der Gegner keine Fernkampfeinheiten mehr hat, die hier uns irgendwie gefährlich werden könnten. Wir könnten theoretisch jetzt mit den Einheiten auch Richtung Piazza marschieren. Auch noch eine Option. Pass auf, schicken wir mal den Fuvi da hinten in die Ecke, der kann da mal gerade die Gas dicht machen. Und ihr rennt jetzt mal, damit es einfach nur ein bisschen schneller geht. Okay, cool. Gut. Ich stell die Gasse hier nicht zu, weil ich zumindest noch so einen minimalen Flankenvorteil haben will hier auf der Seite, ne? Ja, gut. Reicht vollkommen aus. Wir verballern die ganze Muni und dann laufen wir mit der Info auf den Platz und dann nehmen wir den Platz ein. Hier, das ist das, was ich meine. Unsere Männer gewinnen. Wir wollen Schlacht. Halt hier zumindest so einen leichten Flankenvorteil haben, wenn er hier angreift, dass wir auch da eine Flanke haben.
aua, 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 aua. Das klingt so ein bisschen, als würde der Kalkofe da so eine Imitation machen. Stopp, bleib da stehen. Lauf da jetzt gerade mal noch nicht durch. Genau, weil wenn die nämlich angelaufen kommt, dann sind die sowas von down. Dann wäre das kontraproduktiv, wenn du dich da jetzt noch einstellen würdest. Ne? So, du schließt dich bitte hier auf. Es ist merkwürdig, dass die Formation der anderen Einheiten so buggt. Dadurch schießen die nämlich nicht, weil die nicht in Formation kommen. Ganz komische Nummer. Kann natürlich auch an dem Gebäude direkt davor liegen, ne? Aber ein Schussbefehl kann ich geben, ne? Oh, das ist ja auch in Deutschland ein sehr eindeutig besetzter Begriff. Da muss man ja auch schon ein bisschen aufpassen, ne? Stichwort Berliner Mauer und so, ne? Ja, so läuft aber gut. Wir schießen das, was wir an Munition haben, noch weg. Wir wollen ja natürlich... Also wir können wahrscheinlich, weil die Festung Durazzo gut ausgebaut sein wird, können wir hier wahrscheinlich mit den Truppen schweinzen. Aber ich sehe halt trotzdem hier, ne, wir können ganz bequem hier den Sack zumachen. Guck mal, deswegen klappt das noch nicht so richtig, weil die sind noch nicht alle in der Stadt drin. Das ist natürlich ein Ding. Du schießt wahrscheinlich gerade in die Fassade, ne? Aber läuft gut. Guck mal, 19 und 13. So, und du bist in den Nahkampf gelaufen, warum auch immer. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Das ist ein bisschen, wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Das ist ein bisschen zu viel geschweinst mit den Truppen. Aber gut, klar, ne? Ich meine, die KI versucht dann halt natürlich nah ranzulaufen, gute Schussposition zu kriegen und sowas, ist schon irgendwie verständlich. Ne? Habe ich jetzt kein Problem mit. Okay, so, wir nehmen jetzt die Piazza ein. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, wie gesagt, ist der das Sieg sieht so uns aus. Wir stellen uns da einfach nur auf die Piazza drauf. Unsere alles andere Männer ist vollkommen haben die egal. Kontrolle über die Burg erlangt. Wir können die Zeit dann ganz gemütlich runterticken lassen. Aber das sind so wenige Einheiten, ne? Das schafft er auch nicht mehr gegen die Miliz, ne? Naja gut, aber wir gewinnen es über die Zeit, ne? Keiner kann bestreiten, dass 365 die Mann. Dieses gucken Tages wir mal sind. Ganz kurz. Verluste bei den Sergeants und bei den Sergeants-Speerträgern und den Sergeants-Speerträgern. Wissen wir es bei der Armbrustschützen-Miliz? Ja, das war doof. Speermiliz hat Verluste, ist aber auch in Ordnung. Ja, absolut einverstanden. Gutes Ergebnis, finde ich. Wie gesagt, das Zauberwort heißt hier, möglichst wenig Angriffsfläche bieten, ne? Im Namen des Reiches beanspruche ich diese Länder. Ja, die rauben wir aus. Also 5000 Gulden lasse ich mir hier nicht nehmen. Ja, das ist jetzt so ein Ding, ne? Ach, nicht Durazzo Ragusa. Durazzo ist hier unten, ne? Ernennt uns ein Schlachtfeld. Wir werden kommen und kämpfen. Das sieht immer noch so aus, als ob die Windeln anhätten irgendwie, ne? Aber es soll wahrscheinlich halt trotzdem so eine verstärkte Tunika sein oder sowas, ne?
Ja, geil. Also wir kriegen hier richtig, richtig brauchbare Einheiten. Ich würde auch sagen, sofort eine Einheit gepanzerter Sergeants. Und die gepanzerten Sergeants, die bilden wir auch direkt wieder fort. Und die Sergeant-Speerträger am besten auch. Kaiser! Die Miliz, die legen wir zusammen. Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ihr wünscht? Kaiser! Befehle, Kaiser! So. Ja, können wir gut mit leben, ne? Und ich glaube tatsächlich, dass wir die Festung hier ausbauen. Das wird ein schönes Drehkreuz, wenn es darum geht, halt Griechenland zu erobern und übers Mittelmeer zu gehen, ne? Für das Reich! Da ist, wir haben ansonsten halt keine Festungen hier unten, ne? Das ist schon ein ziemlicher, Brückenschlag von Innsbruck nach Ragusa, ne? Also ich sag, wir behalten die. Das ist jetzt insofern auch gut, das nimmt nämlich eine Menge Druck hier von Zagreb runter. Sonst hätten wir viel Druck auf Zagreb gehabt, weil unsere Schlachten lassen Gottes Gerechtigkeit der Andronikos fallen. Sonst hier wirklich noch so ein bisschen Drohpotenzial hat. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Wir können gucken, wo er hinläuft. Ich würde es bezweifeln, dass er jetzt tatsächlich den Weg nach Zagreb sucht. Ne? Es ist mir eine Ja, Kaiser! Ich bezweifle, dass er den wirklich ehrlich Seid gegrüßt, noch finden mein Kaiser. Kann. Kaiser! Alter, warum spinnt mein Team? Also, nee, ist egal. Komm, ich mach Teams aus, es geht immer wieder an. Ich habe jetzt keinen Nerv mehr darauf heute. Attentäter zur Stelle. Das ja, seht ihr mir jetzt bitte nach, ne? Okay, also ich kann auch nicht mehr versuchen, als diese App auszumachen, ne? Lasst uns zuschlagen, Kaiser! Okay. Heiliger Kaiser! Es ist mir eine Also das Ehre, Risiko Kaiser. Ist halt natürlich, dass er einen Ausfall macht, ne? Das ist fast nur Fernkampf, das ist krass, ne? Da würden wir uns wahrscheinlich sogar zurückziehen müssen. Heiliger Kaiser! Und dann setzen wir ihn in Budapest erstmal fest. Die Augen des Reichs. Läufst du da runter? Ich weiß es nicht. Ich könnte sagen, wir machen hier den Befreiungsschlag gegen Barnim von Danzig. Mein Kaiser. Das würde ich wahrscheinlich automatisch machen, weil das Pain ist, gegen diese Armee manuell zu kämpfen, ne? Wobei das halt auch wieder so ein bisschen mit meiner eigenen Zielsetzung, also möglichst viele Schlachten selbst zu schlagen, konfligiert, ne? Ja, Kaiser. Wir hätten auch noch die Chance, Bordeaux jetzt anzugreifen. Was ist denn da drin überhaupt? Da sind drei Einheiten drin. Ja, Kaiser. Ziehen in die Schlacht. Die Belagerung geht weiter, Kaiser. Wir würden dann exkommuniziert werden. Dann müssten wir versuchen, den Papst umzubringen. Verratet mir den Namen des Ziels. Ja, er wird morgen ein toter Mann. Verratet mir den Namen des Ziels. Tod oder Zerstörung? 40% Kaiser. Gegen den, das ist ziemlich gut. Mit zwei Attentätern. Er wird Attentäter zur Stelle, Kaiser. Da Was bin ich mir ziemlich das sicher, dass das klappen wird. Also, ja? Das mit dem, wobei man da sagen muss, dass mit diesen Prozentchancen hier, das ist alles so ein bisschen, hardcoded, ne? Okay. Ja, dann greifen wir noch Bordeaux an. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Was hat er denn? Da sind nur Panzerritter drin.
Formiert euch, Männer! Stellt euch den Feinden des Kaisers! Wir werden jetzt exkommuniziert, dadurch endet der Kreuzzug für unseren Seitenanführer. Wir können die Einheiten aber, wenn wir den Papst messern, direkt wieder dem Kreuzzug hinzufügen. Kein Rumgerede! Hals über Kopf drauf los! Schicken wir diese Bastarde zum Abendessen in die Hölle, zu Satan! Okay, ja gut, ist auch eine Ansage, ne? Mich hat das vorhin noch so ein bisschen stutzig gemacht, dass er sagte, ein Viertel der venezianischen Streitkräfte, ne, gegen die wir da angetreten sind. Dann fragt man sich so, wie viele Truppen haben die noch auf Kreta rumgammeln, ne? Gurke. Es klang so, als hätte er Gurke gesagt. Okay, ihr Gurken. Den Rambock bitte in Rammposition, so ist es. Kann das Tor hier eigentlich nicht halten? Komm, für den Fall der Fälle nehmen wir den Rambock noch mit. Unsere Männer haben das Tor mit dem Rambock. Unsere Leitern sind an den Mauern. Der Rambock hat das Tor durchbrochen. Ja, cool. Kommt vor. Fuß stur. Unsere Soldaten haben die Mauern des Feindes eingenommen. So, dann bleibt ihr mal hier stehen. Stellst du mir den mal bitte gerade hier oben hin. Und den stellst du mir mal hier oben hin. Wie gesagt, wir müssen auch da versuchen, denke ich, so ein bisschen Ressourcen zu schonen, ne? Kann ich da noch drüber laufen? Vormärz. Machen wir schnell. Okay, gut. Schießen. Sehr geil. Ja, das nutzen wir halt aus, dass er halt nur mit Rittern hier garnisoniert, ne? Ja,
Da reinzurennen macht ihn auf jeden Fall nicht glücklich. Bleibst du wohl da oben? Die Schlacht läuft gut für das Reich. Ich glaube auch. Und der Feind wird besiegt werden. Läuft jetzt da rum? Okay. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Ja, das ist bitter. Aber drei Regimenter Panzerritter ausschalten, das ist auch was, das dürfen wir uns hier auch einfach nicht entgehen lassen, ne? Muss man auch sagen, ne? Also. Ich meine, es wäre jetzt auch Quatsch, wenn wir da unsere Truppen reinjoloen, wenn wir halt unser. Weil wir dann auf unsere Vorteile halt einfach verzichten, ne? Das sind ja unsere strategischen Vorteile, dass wir Fernkämpfer halt haben, die dazu auch noch Panzerbrechen sind, ne? Das ist, ja, also das ist gelaufen, ne? Unsere Männer werden angegriffen! Ja, der Bergfried, der schießt handeln. Noch, ne? Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Bong. Wir haben sie zerschmettert, Kaiser. Wir haben diese Länder gemeinsam übernommen. Wir haben sie zerschmettert. Ausrauben ist, glaube ich, genau das Richtige hier. Ja. Ihr wünscht, Kaiser, ihr wünscht. Und wir holen uns direkt noch die gepanzerten Sergeants mit dazu. Auch hier bauen wir eine Kapelle. Okay, gut. Alles klar. Beziehungen verschlechtert mit den Papststaaten. Grauenhaft, okay. Feinde mit Vertrieben, hä? Feinde mit Vertrieben, hä? Weiteres Merkmal erlangt. Plus 1 Furcht. Blockieren. Ja? So, und wir sind jetzt exkommuniziert. Deswegen sind die nicht mehr auf dem Kreuzzug. Das drehen wir aber, wenn wir nächste Runde den Papst umbringen. In diesem Sinne sage ich erstmal macht's gut und Pax Vobiscum Valete.